Ja, herzlich willkommen an alle Menschen da draußen, die uns jetzt hier zusehen. Ich habe heute die große Ehre, die wunderbare Claudia hier in meinem Wohnzimmer oder ich in ihrem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen, um heute einfach ein ganz besonderes Thema zu belichten. Die liebe Claudia habe ich, es gibt ja keine Zufälle, habe ich geführt auf Instagram gefunden und wir haben uns fast gleichzeitig zusammengeschrieben, weil wir einfach es toll fanden, was die andere macht. Und daraus ist entstanden, dass die Claudia mich schon einmal eingeladen hat und wir über das Thema Weiblichkeit gesprochen haben und wir heute mit Claudia hier uns über das Thema Partnerschaft und inneres Kind und so weiter austauschen dürfen. Ja, die liebe Claudia ist, wenn sie jetzt nicht mit ihren Freunden und ihrem Mann oder in ihrer Weiterentwicklung beschäftigt ist, ist sie einfach für die Frauen oder für Singles oder für Partnerschaften da, um sie zu unterstützen. Und ich finde das großartig, was sie macht. Und wenn ich auf ihrer Seite war und gelesen habe, dass es möglich ist, aus der Wunschpartnerschaft noch so viel mehr zu machen, dann wollte ich mehr darüber wissen. Und deshalb die Frage an dich, liebe Claudia, was oder wie können wir uns so eine Wunschpartnerschaft vorstellen oder was hat das alles in sich? Hallo Miriam, danke für die Einladung. Und ja, du startest da gleich mit einem ganz spannenden Aspekt, und zwar die Wunschpartnerschaft und was das für mich eigentlich bedeutet. Also ich fange da vielleicht etwas früher an in meinem zeitlichen Verlauf und Werdegang. Also für mich waren Partnerschaften schon immer etwas ganz Faszinierendes. Und für mich war auch schon früh klar, ich möchte nicht einfach nur irgendeine Partnerschaft, die vielleicht gar nicht so gut läuft oder so halb gut läuft, sondern ich möchte wirklich eine glückliche Partnerschaft, in der auch möglichst viele Wünsche, die gemeinsamen Wünsche, auch meine und die vom Partner, gut erfüllt werden können, wo wir gemeinsam möglichst viele Wünsche eben leben können. Und ja, natürlich ist es nicht immer einfach, es kann auch Arbeit sein, aber es lohnt sich wirklich total, immer wieder daran zu arbeiten, dorthin zu kommen und auch das aufrecht zu erhalten. Also das bedeutet für mich die Wunschpartnerschaft. Und wie können wir uns das so vorstellen? Hast du da ein bestimmtes Ritual oder beziehst du das mit deinen medialen Fähigkeiten ein? Kannst du uns darüber ein bisschen etwas erzählen? Ja, natürlich ist jeder Mensch ganz individuell mit seinen Themen, die ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt beschäftigen. Die Partnerschaft steht an einem bestimmten Punkt oder auch als Single steht man gerade an einem gewissen Punkt. Und da liebe ich es einfach, da ganz individuell auf diese Person einzugehen. Und es gibt ja 100.000 verschiedene Kleinigkeiten, wo man ansetzen kann oder was dann das Ausschlaggebende sein können. Aber im Allgemeinen habe ich natürlich auch das Coaching-Programm mit allen wichtigsten Basics drinnen. Und ja, also die gewissen Grundlagen sind für alle gleich, würde ich sagen. Und wenn ich da so hineinfühle, also das muss ja eine riesige Freude dann sein, auch für die Menschen, die zu dir kommen, wenn sie dann wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wow, ich lebe jetzt wirklich meine Wunschpartnerschaft, die ich vielleicht überhaupt nicht mehr oder gar nicht als möglich gehalten habe. Ist das so? Ja, genau, du sagst es. Also ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Schritt dabei ist, dass man es überhaupt erst wieder für möglich halten kann. Weil oft hat man ja in der Vergangenheit verschiedene, auch nicht nur angenehme Dinge erlebt. Und dann denkt man sich, ach, jetzt habe ich das so oft gleich erlebt. Wie kann sich denn das mal wieder ändern? Ist das überhaupt möglich? Oder viele haben auch schon mal eine Zeit lang aufgegeben. Aber der erste Schritt ist mal, dass man weiß, es ist wirklich möglich. Vielleicht nicht gleich am nächsten Tag, aber schrittweise kann man sich da antasten. Und ich Genau. glaube, du arbeitest für Singles, aber auch für Menschen, die schon in Beziehung leben, oder? Richtig, genau. Ja, weil ich eben finde, auch wenn man schon eine Partnerschaft hat, auch wenn man eine sehr glückliche Partnerschaft hat, ist es trotzdem immer wieder ein bisschen Arbeit. Und
Viele sprechen nicht so gern darüber. Jeder möchte sagen, ja, meine Partnerschaft ist schon perfekt und da brauche ich gar nichts machen, das läuft von alleine. Aber ich weiß einfach hinter den Kulissen, diejenigen, die eine sehr glückliche Partnerschaft haben, die arbeiten auch wirklich daran, die haben nicht nur jeden Tag 100% Sonnenschein. Und das ist auch ganz normal so. Und ja, eben gerade für die Partnerschaften der heutigen Zeit ist das auch fast ein wesentliches Merkmal. Ich finde das so wichtig und bedeutsam, wie du das sagst, weil ich habe mich ja gestern mit einem Herrn ausgetauscht, wo wir gesagt haben, ja, gibt es überhaupt noch Vorbilder in Beziehung und Partnerschaft für unsere Kinder? Und ich habe dann auch gesagt, für mich ist eine Partnerschaft wie ein Feuer. Wir dürfen uns nicht verbrennen, aber es darf auch nicht erlöschen. Und ich kann das auch bestätigen, wie du sagst, dass an einer Beziehung zu arbeiten ist, aber das Resultat dann einfach etwas ganz, ganz Wertvolles ist. Und da möchte ich dich eben noch fragen, weil wir sind ja jetzt in einer Umbruchszeit, wo es unterschiedlichste Arten von Partnerschaften, Beziehungen gibt. Was ist so deine Beobachtung oder was kannst du uns so über diese Partnerschaften oder Beziehungen der neuen Zeit sagen? Ja, also natürlich gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen und für jeden kann etwas anderes sehr stimmig sein. Aber eine Sichtweise, eine mögliche Sichtweise ist eben davon, dass es im Leben auch viel um die Weiterentwicklung geht und gerade Partnerschaften bieten da ein sehr großes Feld für die Weiterentwicklung. Also grundsätzlich natürlich alle sozialen Beziehungen, immer wenn man irgendwo Menschen trifft. Aber gerade die Partnerschaft ist doch nochmal etwas ganz Spezielles, weil man sich da doch meistens noch viel tiefer einlässt. Mit dieser Person hat man doch den engsten Kontakt, man verbringt sehr viel Zeit. Und gerade da können auch viele Lernaufgaben dahinter stecken. Und was ich noch dazu sagen wollte, also eine Beziehung kann auch Arbeit bedeuten. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche destruktiven Beziehungsmuster, sondern damit meine ich ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel den einen stört eine Kleinigkeit, wie wenn da jetzt ein Glas am Tisch stehen bleibt am Abend und das nicht weggeräumt ist, oder jemand anderen stört das, wenn da mal ein Socken liegen bleibt. Also es können auch einfach so Kleinigkeiten sein. Oder wenn man mal zwischendurch unterschiedliche Bedürfnisse hat, auf gemeinsamen Sport oder mal ein Date zu haben. Also das sind alles Dinge, wo man miteinander sprechen kann, miteinander über die Bedürfnisse sprechen kann, dann auch gemeinsam Lösungen finden kann. So schön. Und ich bei meinen Klienten merke ich auch immer wieder so die Frage, muss der Partner sich gleich mitentwickeln oder in die gleiche Richtung gehen wie ich? Ja, das ist natürlich eine äußerst spannende Frage. Also, ich kann und möchte jetzt auch gar nicht sagen, was ein einzig richtiger Weg wäre. Und meiner Meinung nach gibt es das auch nicht im Leben. Es ist alles immer sehr individuell. Aber ich kann nur davon erzählen, was ich immer wieder beobachte. Also, es gibt Partnerschaften, wo sich einer sehr schnell spirituell weiterentwickelt und der andere ist zum Beispiel einfach von seiner Lebensaufgabe bodenständiger und entwickelt sich eher nicht auf diese bewusste Weise weiter, sondern ja, durch unbewusste Dinge auch, die er so im Alltag erlebt. Und es gibt manche Paare, denen ist es sehr wichtig, dass sie sich da gemeinsam drüber austauschen können. Dann ist es weniger wichtig. Die genießen das sogar, wenn sie mit dem Partner auch mal andere Gesprächsthemen haben. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, es ist gut, wenn beide ja, darauf achten, dass sie eine schöne Schwingung mitbringen und ja, aufeinander eingehen, damit der Unterschied nicht zu groß wird. Also diese Frage kann ich jetzt nicht ganz eindeutig beantworten, weil es da einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, du hast sie eh super beantwortet, weil ich glaube, dass es eben individuell ist und dass es ja auch Ergänzungen gibt, nicht? Dass der andere sich zwar mit Spiritualität beschäftigen kann, doch der eine es vielleicht auf eine andere Art und Weise macht.
Okay. Und ja, wenn du das Beispiel gesagt hast mit dem Glas, das vielleicht vom Tisch nicht weggeräumt wurde oder der Socke, ja, wem stört das denn wirklich? Ist es wirklich unser erwachsenes Ich, das sich darüber ärgert? Oder gibt es da vielleicht noch eine andere Instanz in uns, die damit vielleicht ein Thema hat? Ja, also natürlich ist es da immer ganz schön, wenn man dann schaut, woher kommt das eigentlich? Weil man könnte sagen, objektiv betrachtet ist es eigentlich eine Kleinigkeit, wenn da mal ein Glas stehen bleibt oder ein Sockel liegen bleibt. Aber jeder hat irgendeine Kleinigkeit, die einem aber trotzdem mehr aufregt, als es andere machen würde. Das kann dann ein sogenannter Trigger sein. Und die Ursachen dafür können an verschiedensten Stellen gefunden werden, also meistens aber etwas, was man schon vorher mal erlebt hat. Und zum Beispiel könnte es auch etwas sein, was man schon in der Kindheit irgendwie erlebt hat. Und die eigenen Aspekte aus der Kindheit oder die eigenen kindlichen Aspekte kann man auch das innere Kind nennen. Ja, und zum Beispiel, wenn man früher zu oft gehört hat, so, jetzt räume aber noch dieses Glas weg, kann es sein, dass man das dann später schwer aushaltet, wenn da jemand anders ein Glas stehen lässt, weil man es ja früher immer selber wegräumen musste, ohne dass man es unbedingt selber wollte. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel und die Gründe können natürlich genauso individuell sein, wie wir alle Menschen individuell sind. Und du arbeitest ja auch, du bietest ja auch Arbeit mit dem inneren Kind an. Und wenn ich jetzt zu dir kommen möchte, was bekomme ich bei dir oder was kann ich bei dir buchen? Genau, also bei diesem Coaching-Programm für die Wunschpartnerschaft, da finde ich das innere Kind sogar so wichtig, dass ich es in jeder Einheit auch gerne mit einbeziehe, sofern das jemand natürlich möchte und bereit dazu ist, weil ich einfach finde, gerade in dieser Altersspanne können so viele Dinge schon passieren, eben wenn man klein ist, wenn man noch nicht so erwachsen ist im Denken und jetzt weiß, wie man sich selber ja, zu sich stehen kann, sich wehren kann, Lösungen finden kann. Und manchmal wussten es auch nicht die Eltern oder das nähere Umfeld. Und da ist es eben sehr, sehr heilsam, wenn man gewisse Wunden oder Dinge, die nicht so schön verlaufen sind, nochmal heilen lässt, weil uns diese Dinge ja auch heute noch, aktuell, jetzt beeinflussen können. Und auch unsere Partnerschaft. Und in Wirklichkeit streiten oft die inneren Kinder bei zwei Partnern in einer Partnerschaft und nicht die Erwachsenen. Und falls das so ist, ist es natürlich super, wenn man einfach mal eine Bewusstheit darüber hat, weil dann kann man ja wieder zurückkommen in das Erwachsene, kommunizieren und Lösung finden. Und dann ist das auch alles viel einfacher. Ja, das klingt so schön und ich glaube, so wichtig für diese Zeit, dass wir als Mann und Frau oder als Frau oder wie auch immer wirklich glücklich zusammenleben können und die Vergangenheit einfach zusammenlösen. Und du bietest Unterschiedliches an, glaube ich. Es gibt 1:1 Coaching und gibt es noch andere Programme, die ich bei dir buchen kann? Ja, also jetzt momentan gibt es auch das kostenlose PDF zum Erschaffen der Wunschpartnerschaft, also wie man noch mehr Liebe, Nähe und Verbundenheit erschaffen kann. Also wie gesagt, um 0 Euro jetzt momentan. Und dazu gibt es auch das 1:1 Coaching-Programm, wo man auch ein umfassendes Workbook für 7 Wochen erhält mit allen wichtigen Basics mit allen wichtigen Bereichen, die man sich idealerweise mal angeschaut haben sollte. Und dazu gibt es auch mehrere Coaching-Einheiten, ganz individuell eben 1:1, wo man sich richtig gut um die individuellen Anliegen kümmern kann, eben zum Erschaffen der Wunschpartnerschaft, eben wie gesagt, einerseits für Singles, aber auch für Frauen mit Partner. Und da nehme ich auch sehr gern Selbstliebe und das innere Kind mit rein, weil das einfach so eng damit zusammenhängt. Wow, so schöne Angebote. Ja, wenn jemand von euch interessiert ist, die Claudia hat eine ganz schöne Homepage. Also ich finde sie sehr einladend und sehr aussagekräftig.
Da könnt ihr sie sicher besuchen. Und auf Instagram, da haben wir uns ja auch gefunden. Bist du ja auch sehr fleißig aktiv. Und ich glaube, du hast jetzt auch einen Podcast oder einen YouTube. Richtig. Hey. Richtig, auf YouTube und auf Spotify ist der Podcast zu finden. Und ja, was ich da auch mache, sind energetisierte Meditationen und Videos. Und das ist natürlich auch bei den Coachings mit dabei, bei diesem Coaching-Programm. Das kann man auch nützen. Und natürlich während den Coachings nütze ich auch sehr gern die Energiearbeit, damit das alles noch etwas leichter ins Fließen kommen kann, wenn das jemand gerne dabei haben möchte. Schön, weil ich glaube, du bist ursprünglich Psychologin. Richtig. Das finde ich so wertvoll, weil es ja Spiritualität ist mit allem verbunden. Und wenn wir die Spiritualität mitnehmen, dann bekommt es so einen ganzheitlichen Aspekt. Und ich glaube, dass das bei deiner Arbeit so einen Mehrwert ergibt für die Klienten oder für die Menschen, mit denen du arbeitest. Ja, du sagst es. Das höre ich auch immer wieder von denjenigen, die genau das eben anspricht. Und ich finde es auch sehr wertvoll, ja. Schön. Und möchtest du uns etwas mitgeben, wo du sagst, das möchte ich, dass ihr das jetzt alle noch hört oder das ist jetzt wichtig in dieser Zeit, dann lauschen wir dir gerne noch. Also ich möchte nochmal das hervorheben, was du zu Beginn schon angesprochen hast, eben erst wenn man glaubt, dass etwas überhaupt möglich ist oder für einen selber schaffbar, erst dann versucht man es überhaupt erst. Und sonst würde man schon am Anfang aufhören. Deswegen möchte ich alle nochmal ermutigen, alles zu hinterfragen, was es da so manchmal im Köpfchen denkt. Ja, es stimmt, es ist wahrscheinlich nicht über Nacht von ganz allein möglich. Es bedeutet auch manchmal Arbeit. Aber für seine Herzenswünsche loszugehen, zahlt sich immer aus. Schön. Ja, und wer weiß, es gibt ja so viele Plattformen, um Partnerschaften zu finden. Und vielleicht ist genau deine Plattform jetzt für viele Zuhörer und Zuhörerinnen genau die richtige, weil ich glaube, dass eine Beziehung das Allerschönste ist auf der Welt, auch wenn es mit das Allerherausforderndste ist. Und wenn es so tolle Menschen wie dich gibt, dann ist das einfach. Ja, wichtig, da auch zu investieren. Ja, dazu kann ich nur alle ermutigen, die sich das wünschen und die diesen Schritt gehen wollen. Und es gibt immer einen Weg. Schön, ja, alles ist möglich. Und wenn ihr Fragen habt an die Claudia oder an mich, könnt ihr sie gerne auch genau dann unter die Plattform schreiben, wo ihr genau das Video jetzt anseht. Und ansonsten findet ihr uns eh beide überall, wo Social Media ist und Homepage. Und ich danke dir sehr, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so ein wichtiges Thema wirklich mit deiner Gabe und deinem Wirkungsfeld den Menschen ermöglicht, daran wachsen zu können. Denn glückliche Partnerschaften bedeutet auch glückliche Kinder. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und glückliche Kinder bedeutet wieder eine glückliche Menschheit. Und ich glaube, da dürfen wir ansetzen, dass wir Erwachsene die Eigenverantwortung übernehmen und dann mit Menschen wie mit dir daran wachsen, weil wir müssen nicht immer alles alleine schaffen. Du sagst das, du sagst das. Man kann so vieles natürlich auch alleine schaffen. Und wenn man spürt, für den nächsten Schritt möchte ich mir auch etwas Begleitung nehmen, kann es so viel einfacher und schneller gehen. Ja, ich bedanke mich vom Herzen bei dir. Wer weiß, vielleicht entsteht ja noch mal ein Video zu einem besonderen Thema und ich gebe dir einfach jetzt noch das Abschlusswort an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ja, also wer noch die eine oder andere Frage an mich hat, kann sich gerne bei mir melden. Auf meiner Webseite zum Beispiel www.coachingsmitclaudia.at oder auf Instagram mit dem gleichen Namen Coachings mit Claudia. Miriam wird es sicherlich auch verlinken in den Notizen. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich jemanden ein Stückchen auf seinem Weg begleiten kann. Schön. Also, danke an eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Danke an dich, liebe Claudia, und
Alles Liebe und eine gute Zeit und lasst es euch gut gehen.